Und die Zwölfen zum Gruße und willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge, dritter Teil der Nordland-Trilogie, auch genannt Schatten über Riva. Ich bin der Captain und ich befinde mich in der Feste von Riva. Da ich ja inzwischen als Mörder gesucht werde oder meine Truppe als Mörder gesucht wird, hat mir die Gilde geholfen, herauszufinden, dass in der Feste hier ja einige Magier gefangen genommen worden sind, die wahrscheinlich auch uns helfen können, weil sie etwas Ähnliches im Sinn haben. So, jetzt haben wir die Feste schon durchsucht und haben festgestellt, ja, wir haben den Magier gefunden, wir sind die Magier gefunden, eine sehr, sehr, sehr hoch angesehene Hochmagier, Erzmagier, sonst was Truppe, die ja wirklich zu den Top-Magiern im ganzen Aventurienlanden zählt. Und dass die sich hier gefangen nehmen ließen, also sie ließen sich gefangen nehmen, damit sie keine Unschuldigen verletzen. Tja, hätten sie es mal anders gemacht, aber so, jetzt haben sie alle so komische Würmchen aus Fiolen bekommen und wir sind jetzt drauf und dran, diese Fiolen zu finden, damit wir endlich hier auch aus der Feste verschwinden können, um mal näher zu erfahren, was es denn jetzt mit dem Ganzen eigentlich auf sich hat. Denn bisher haben wir noch nicht wirklich so viel Ahnung, was es auf sich hat. Ja, ich habe nur noch Zeit bis 8 Uhr, was 6 Stunden sind. Ich befinde mich schon 6 Stunden hier und habe im Prinzip 3 Viertel der Feste untersucht und ich hoffe mal, im unteren Teil werde ich jetzt fündig werden nach den Fiolen, die ich finden muss. Oh, und langer Rede, kurzer Sinn, und da läuft mir auch schon gleich eine Patrouille über die Füße. Und ich kann nur sagen, dass ich mal so schnell wie es geht hier gleich mal was wegschieße, was weggeschossen gehört. Der hat sich bewegt. Dann schießt du mal auf den. Jawohl, der verzieht sich auch gleich. Sehr gut ausgewählt. Und du schießt gleich mal auf den. Ja, der ist aber auch dann gleich weg. Du kannst dich mal hier hinten hin bewegen, damit du nicht störst. Und die beiden, die nach vorne gegangen sind, sind natürlich auch Kandidaten, die fliehen müssen. So. Und der flieht auch sogleich. Und du schießt mal auf den hinteren. Und der flieht aber jetzt nicht. Ach, der hat nicht getroffen. Hatte ich auf den geschossen? Ja. Dann nochmal. Jawohl. Dann kannst du jetzt mal dahin gehen und auch auf den schießen. Der flieht auch. Und dann bleibt nur noch wenig, nur noch den hier und der flieht auch. Und damit sollte es gegessen sein schon wieder. Ja. Es ist einfach nur zu köstlich mit diesen Pfeilen. Wie viel habe ich denn noch? 79. Und davon sind 59 magisch vergiftet. Ach, nimmt die magische Wirkung ab? Ich hatte doch alle vergiftet hier. Was ist eigentlich mit diesem blauen Ring hier? Wenn ich den aufsetze, was passiert? Passiert nichts, aber ich kann ja mal aufgesetzt lassen. Dann muss ich ihn halt verkaufen. So, was haben wir hier? Ah ja, hier ist ein Weg darüber. Und da geht's runter. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. Und hier ist doch noch eine Tür. Was haben wir hier? Vor der Opferschale ist ein Geweihter in sein Gebet vertieft. Wollte den Geweihten überwältigen oder den Kultraum verlassen? Wir verlassen den Kultraum, denn das sieht aus wie ein Preios-Geweihter. Und der hat ja nun nichts, uns nichts getan.
So, den brauchen wir auch nicht vergewaltigen oder nicht überwältigen. Lassen wir den mal in Ruhe. So. Dann, was haben wir hier? Und hier kommen wir. Silvana, Alrix hält euch auf. Offenbar hat sie hinter der Tür etwas gehört. Ja, wir haben hier nämlich jetzt den vierten Turm. Gucken wir mal hier drauf. Ein Turm, zwei Türme, drei Türme, vier Türme. Da müssen wir jetzt noch dieses Eckchen hier zwischen. Ist aber auch noch Platz, oder? Gut. Also, speichern. Dann haben wir es doch gleich, oder? Ich hoffe es doch. So, dann gehen wir hier entlang. Was haben wir hier für eine Tür? Kommen wir hier rein. Okay, hier kann man... Oh, ihr lauft genau einem Mann in die Arme, der eben den Raum verlassen will. Ihr seid doch keine Schützlinge von mir. Jetzt erkenne ich eure Gesichter. Ihr seid diejenigen, welche Boss bei Janok sucht. Da der Medikus Alarm schlagen will, bleibt euch nichts anderes übrig, als ihn zu überwältigen und gefesselt in sein Bett zu legen. Ja, Medikus. Immer noch ohnmächtig liegt der Medikus im Bett. Na gut, hat er vielleicht was hier drin? Ach, wir haben ein paar Pflanzen. Sehr gut. Starke Heiltränke. Super. Ein starker. Nein. Du nimmst den starken. Und 1, 2, 3. Du kannst die schwachen nehmen. Du kannst nochmal die 4 nehmen. Und Rezept für die Wunderkur. Hatte ich die nicht schon irgendwo? Nehmen wir aber trotzdem mit. Rezept für die Wunderkur. So. So, und speichern. Schade, ich dachte, das wäre das jetzt hier, aber offensichtlich nicht. Natürlich ist es jetzt genau der Gang, der letzte Gang gewesen von mir, den ich brauche. Oder finde ich das jetzt hier nicht? Habe ich irgendwo eine Geheimtür übersehen? Ah, hier geht's noch weiter. Seltsam, was sind denn das für Löcher, mein Arnold Beiler, und deutet dabei auf die Westwand. Oh, eine Falle. In den Löchern könnt ihr das Schimmern von Metall erkennen. Wollt ihr die Löcher verstopfen? Ja. Gut, damit sind sie verstopft. Und geht. Was haben wir hier unten noch? So, das ist jetzt echt der letzte Raum jetzt. Tatsache, echt jetzt. Okay. Gut, also der letzte Raum. Ich speichere nochmal. Ich hoffe mal, dass es wirklich der letzte Raum ist. Das Schloss geht nicht auf. Nanu. Warum geht denn das jetzt nicht auf? Nanu, finde ich merkwürdig, dass das nicht aufgeht. Finde ich äußerst merkwürdig. Gut, dann, okay. Dann ist das vielleicht der Raum, der doch nicht weitergeht. Oder brauche ich noch einen Schlüssel? Ich habe doch alle Sachen, oder? Da bin ich schon gewesen, oder? Nö, dann gehen wir nochmal zurück. Dann gehen wir nochmal zur Wendeltreppe. Okay. Habe ich jetzt vielleicht irgendwas versäumt? Hier geht's raus. Okay, wir laufen. Und was haben wir hier? Hohe Zahl schüttelt den Kopf. Ohne die drei Urnen ist es sinnlos, die Feste zu verlassen. Bitte versucht, sie zu bekommen. Aha, okay.
Verstehe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Moment, ich mache einen neuen Spielstand. 67 Feste. Wir haben 2.49 Uhr. So. Also, gucken wir nochmal die Karte an. Also, Wachmann. Hier wird der Koch. Der hat uns die Infos gegeben. Da waren wir auch. Da ist der Typ. Da ist das. Da, die Typen haben wir auch. Da muss ich jetzt doch nochmal da unten hin. Okay. Oder ich habe irgendwas noch übersehen. Uah, mach mal wachen. Verdammt. Du kannst dich mal um die Ecke bewegen und den angreifen. Du kannst, mal nach vorne gehen und den angreifen. Und der vierte Schuss. Und damit verziehen die sich alle. Da fehlt mir noch ein Schlüssel. Ach, vielleicht muss ich ein Vorarmen sprechen. Das kann natürlich sein. Ich muss ein Vorarmen drauf sprechen, ne? So. Damit die Tür aufgeht. So. Hier. Die Löcher sind verstopft. So, jetzt nochmal. Das Schloss geht nicht auf. So, Vorarmen sprechen, Remira. Ach, okay. Magisch verschlossen. Okay. Gut. Also, dann kann ich jetzt nochmal hier speichern. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Also ehrlich, dass es magisch verschlossen ist. So, was haben wir hier? Kleidung. Im Schrank befinden sich einige Bücher und Dokumente über Gerichtswesen und Gerichtsverfahren. Wollt ihr die Dokumente genauer untersuchen? Ja. Vor allem in den letzten Monaten gab es immer wieder Fälle, bei denen offenbar keine eindeutigen Beweise für eine Schuld der Angeklagten vorlag. Dennoch hat Bosper sie zum Tode verurteilt. Okay. Das war mir schon klar. Hier liegen Dokumente auf dem Tisch. Der Schreibtisch ist voller Unterlagen, Blätter, Tinte und so weiter. Wollt ihr es genauer untersuchen? Ja. Ihr wollt schon aufgeben, als Arnold beide ein kleines Geheimfach an der Unterseite des Schreibtisches entdeckt. Darin befindet sich ein kleiner Schlüssel, den ihr an euch nehmt. Okay. Drüben ist eine Feuerstelle. Kein Wunder, dass hier so warm ist, murmelt Arnold Beiler. Dies ist eine der wenigen Räume der Feste, die beheizt werden. Gut, aber dann frieren wir wenigstens nicht. Ach, da ist noch eine zweite Tür hier hinten. Gut, kommen wir hin und... Oh, ein Oger. Ein Oger. Oger, du gehst zur... Moment. Du gehst auch zur Seite. Das ist eine Sache für unsere Magier. Zum Beispiel für Silvana. Die einfach einen Paralü draufzaubert. Ja, damit ist der Ogre mal eben komplett aus dem Spiel. Kriegshammer nehmen wir nicht mit. So, wir haben hier ein sauberes Bett, hoffentlich. Und wir haben hier eine Truhe, die so komisch in so einer Nische steht. Wollt ihr die Kiste verschieben, wie es euch der Koch erzählt hat? Ja. Okay, und dahinter ist eine Geheimkammer. Sehr gut. Und noch irgendwas? Irgendwas bewacht das? Moment mal, Mann, Arnie Beiler. Das Schloss sieht aus wie diesen Schlüssel, den ich gerade eben gefunden habe. Und wir finden drei Urnen. So,
Die nimmt unsere Magierin in Gewahrsam. Und du kannst diesen Schlüssel ans Schlüsselbund hängen. Und damit speichere ich jetzt. Und jetzt heißt es, glaube ich, raus hier. So. Wie spät haben wir es? 3.50 Uhr. Okay. Da ist ja echt gut, dass ich wirklich pünktlich um 8 Uhr reingegangen bin. Sonst hätte ich das hier wahrscheinlich gar nicht so gut machen können. So, jetzt schnell weg. Um die Ecke. Durch die Gänge laufen. Durch die Gänge laufen. Und gut. Und raus hier. So. Wir und ganz Aventurien sind euch zu Dank verpflichtet, sagt Rohezahl. Lasst uns zum Gildenhauptquartier zurückkehren. Dort werdet ihr alles erfahren, was wir inzwischen herausbekommen haben. Unterwegs informiert ihr die Magier über eure Verbindung zur Gilde. Rohezahl von Amboss schlägt Arnil Beiler vor. Wir sollten eine Versammlung mit den Führern der Gilde abhalten. Die Gefahr ist groß und wir benötigen jede Hilfe. Lothar Ur Shergale stellt keine Fragen, als Arnid Beiler ihm den Vorschlag des Magiers unterbreitet und ruft die Hauptleute der Gilde zusammen. Ich darf uns vorstellen. Ich bin Rohezahl vom Amboss, habe mich der Antimagie verschworen und bin allgemein als Kenner und Gegner des Borbaradismus. Meine Kollegen sind Saldor Voslaren, Spektabilität zu Bailok und Vorstand der Weißen Gilde. Rakala von Horsen-Rabenmund, Spektabilität der magischen Rüstung zu Garret. Landor Gerano, Spektabilität der Akademie Metana. Und Haldana von Ilmenstein, Oberhaupt der Hesindekirche. Ah, die so sind die Leute. Spektakulität von Beilung, Vorstand der Weißen Gilde. Mhm. Gestatten Remira und Salvena, Mitglieder der Grauen Gilde. Takala von Horsen-Rabenmund, okay. Magische Rüstung zu Gareth. Ich hoffe, Gareth ist nicht zu sehr in Aufruhr. Spezialität Akademie von Betana. Mhm. Betana ist die Stadt, ist eine Stadt ganz in der Nähe, im Süden, nahe von Belhanka. Ja, ihr habt nichts mit dem Horasischen Reich zu tun. Die Magier, die sind in anderen Sphären. Und Haldana von Ilmenstein. Hier steht es nochmal genau. Oberhaupt der Hesindekirche. Also die Hesindekirche quasi. Auch etwas seltsamer oder sonderbarer Begriff. Aber einige haben wohl richtig sich zu einer Kirche zusammengefunden. Den Anwesenden stockt der Atem. Welche Gefahr kann die fünf mächtigsten Weißmagier Aventuriens veranlasst haben, gemeinsam nach Riva zu ziehen? Welche Macht ist in der Lage, diese fünf Magier zu überwältigen und gefangen zu nehmen? Ja, interessante Frage. Wobei sie sich ja gefangen nehmen ließen. Aber es muss wohl was mit Borbarad zu tun haben, gehe ich mal davon aus.
Borbarats Macht ist wieder erstarkt, und zwar in Riva, spricht Rozal in die entstandene Stille. Ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst, draußen der Borbarat-Magier, ne? Furchtsam schauen sich die Umstehenden an. Borbarat, der Dämonenmeister, wurde zwar vor Jahrhunderten von Rohal in den Limbus geschleudert, aber immer noch löst sein Name Angst und Schrecken aus. In den Limbus geschleudert heißt, er wurde entsprechend verbannt, gebannt. Den Zwölfen sei Dank, es ist nicht der Verdammte selbst, sondern nur seine Hinterlassenschaft, die uns zu schaffen macht. Sie ist zu gefährlich, als dass ich es gewagt hätte, alleine dagegen vorzugehen. Erschrecktes Stimmengewirr kommt auf. Rohezahl wartet geduldig, bis er wieder die Aufmerksamkeit der Anwesenden hat. Lasst mich erzählen, was wir herausgefunden haben. Vor 2 Jahren sank nahe der Hafeneinfahrt Rivas die Abendstern. Das Schiff führte eine gefährliche Fracht mit sich. Versiegelte Urnen und einen magischen Stab. Der Richter Bosper Jarnuk ließ das Strandgut bergen und zu sich bringen. Er öffnete eine der Urnen und befreite damit, was für alle Zeiten in den Urnen hätte bleiben sollen, nämlich ein Geschöpf Borbarats, einen Wurm, der sich eines fremden Körpers, eines Menschen etwa, bemächtigen kann. Ihr habt selbst gesehen, wie einer der Borbarat-Würmer versuchte, Gewalt über mich zu erlangen. Bosper Jarnuk war das erste Opfer der Borbarat-Würmer. In seinem Körper wuchs ihre Königin heran, die weitere Würmer zeugte und danach den Richter verließ. Die Königin besitzt alle Erfahrungen und Fähigkeiten sämtlicher Opfer ihrer Nachkommen. Sie weiß stets, was sie tun. Es erwies sich bald, dass die meisten Menschen der Beherrschung durch die Borbarat-Würmer widerstehen konnten. Also wandten sie sich anderen Opfern zu. Durch Bosper Jarnuk ließ die Königin mittels der naiven Holberker Geschenke an einen Ork-Stamm verteilen, der sich als leichter beeinflussbar erwies. Sie brachte rücksichtslos die mächtigsten von ihnen unter ihre Herrschaft. Die Orks, ruft der Handelsherr aus. Soll das etwa heißen, dass wir die Ork-Kriege der Königin verdanken? Rohezahl wiegt den Kopf. Ermutigt durch die Stämme der Königin haben sich auch nahezu alle übrigen Orks erhoben. Zwar wird mit dem Tod der Königin der Krieg nicht beendet, da es noch andere Gründe für den Aufstand geben mag, eines aber ist sicher. Wenn es gelingt, die Königin zu vernichten, werden die Ork-Kriege in wenigen Jahren Vergangenheit sein. Die Königin muss vernichtet werden, bekräftigt Rohezahl. Wer weiß, ob es ihr nicht eines Tages möglich ist, auch andere Völker als die Orks zu versklaven. Wir müssen verhindern, dass eine zweite Königin gezeugt wird und sich das Verhängnis über ganz Aventurien ausbreitet. Wir dürfen nicht zögern und unsere vielleicht letzte Chance nehmen lassen. Wir werden versuchen, das Versteck der Königin zu finden, sobald wir wieder bei Kräften sind, erklärt der Magier mit einer Geste, die auch seine Kollegen umfasst. Währenddessen muss aber noch etwas anderes getan werden. Der Stab des Borbarat liegt noch immer in der Abendstern. Nur mit der Kraft des Stabes ist es möglich, die Macht der Königin so weit zu beschränken, dass sie überhaupt besiegt werden kann. Jemand muss den Stab bergen. Alle Blicke richten sich auf euch.
auch rohe Zahl macht keine Ausnahme. Gebt uns einen Tag, um Kraft zu schöpfen, sagt er euch. Dann können wir damit beginnen. Gut, und das heißt wohl, ich werde jetzt das Schiffswrack bergen müssen, oder wie darf ich das dann verstehen? Naja, gut. Auf jeden Fall muss ich mich hier nochmal ein bisschen vorbereiten. Wir haben 4.49 Uhr. Und ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich hier auch wieder dabei habe. Die ich auch ganz gerne benutzen möchte. Was haben wir sonst noch hier? Die verschiedenen Kräuter. Das habe ich, das habe ich. Ich muss noch ein paar andere Kräuter nochmal zusammensuchen. Damit ich auch wirklich vorangehen. Habe mein Rezept. Die Sachen. Den einen Ring hier, den blauen Ring, den will ich noch untersuchen. Beziehungsweise ich will ihn eigentlich nur verkaufen. Deswegen kriegt ihn gerade Arnhild. So, Verkauf, verkaufen. Du hast das Messer. Und dann schauen wir doch gerade nochmal in unserem Versteck nach, wo wir unsere ganzen Gegenstände platzieren. Und machen einen weiteren neuen Spielstand und nennen ihn 68 Abendstern. So, dann wissen wir nämlich gleich, wo wir weiter lang gehen müssen. So, wie komme ich jetzt von hier aus wieder zu meiner Truhe, die ich habe? Entsprechend, genau. Ich muss wieder zum Firun-Tempel. Und ich glaube, das ist der Firun-Tempel. Genau. Genau, und wenn wir den Firun-Tempel verlassen, kann ich im Prinzip wieder meinen Schleichweg hier an der Seite benutzen, um zu meinem Versteck auf dem Boronsacker zu kommen, wo regelrechte Schätze lagern, ne? Was auch noch ein Punkt ist, ich könnte auch mal diese Schätze versuchen zu verkaufen oder so, ne? Also da ist ein Rezeptbuch. Antikrankheit, Gegengift, Superheiltrank, 3 Superheiltränke, ein Schlaftrunk. Hier ist nochmal ein Angstgift. Das können wir nochmal mitnehmen. Können wir nämlich nochmal auf die Heiltrank stark, 6 Stück. Das könnten wir auch machen, dass jeder nochmal einen zweiten Heiltrank nimmt. Schlaftrunk. Die normalen Heiltränke verkaufe ich. Rezeptbuch. Expurgicum. Hier, Expurgicum. Ne, verkehrt. Verkaufen. Ach, hier sind normale Heiltränke. Die kann man auch verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir hier einen Körperkraft-Elixier. Gut, dann haben wir hier noch jede Menge Gold und Schmuck und so weiter, was wir auch alles verkaufen können. Heiltrank stark, Wunderkur. Genau, hier können wir den Heiltrank stark noch reinpacken. Brauchen wir nämlich nicht 2 Stück. Wir haben noch jede Menge Golddinger, das können wir auch alles verkaufen. Also Mut-Elixier, ein Körperkraft-Elixier. Noch was Körperkraft und Klugheitselixiere oder irgend sowas. Müsste ich mal gucken, ob das auch noch geht. Warum liegen die denn eigentlich so? Die Rolle nimmst du auch mal. So, damit haben wir 5. Miasmaticum. Ach so, das ist Expurgicum, ist auch ein Gift.
Nee, die nicht. Du hast die anderen Sachen zum Verkaufen. Notizbuch. Hier haben wir noch Zaubertränke stark. Gut. Die brauchen wir wahrscheinlich auch. Myrnhild. Die Dinger können wir verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Die Edelsteine können wir verkaufen. Die goldenen Armreifen können wir verkaufen. Traviane kann sich auch noch ein bisschen was. Hier haben wir noch weiteren Goldschmuck zum Verkaufen. Du kannst die auch noch nehmen. Körperkraft-Elixier. Ach, hier sind nochmal Edelsteine. 1, 2, 3, 4. Nochmal weitere Edelsteine. Denn jetzt müssen wir mal Kasse machen hier nochmal. Nicht, dass ich schon nicht genug Geld hätte, aber zumindest mal können wir mal hier... Ach, hier sind die ganzen Tränke. Gut, ich habe nur zwei davon. Starke. Wunderkur, Schlaftrunk. Den kann ich auch noch verkaufen, den Schlaftrunk. Superheiltrank, Gegengifte, Antikrankheit, falls ich nochmal brauche. Das ist ein besonderer Goldschmuck. Und die Dinger waren auch irgendwie nochmal besonders. Lassen wir mal hier. Du hast aber noch Platz da, ne? Das kannst du dir noch mitnehmen. Na, lassen wir sie noch da. Wie sieht es denn hier aus? Ach, du könntest gleich mal, sowieso gleich mal, Zaubertränke... Ja, du könntest die Zaubertränke eigentlich einpacken. Weil du musst ja auch wieder... In der Stadt kann ich ja nicht rumlaufen. In der Stadt kann ich nicht rumlaufen. Ich muss im Prinzip Zaubertränke nehmen, damit ich hier auch zu Rande komme. So, das sind 15, 25, die fehlen. Und hier fehlen nur 5. Okay, gut. Alles klar. So, was haben wir noch hier? Kräutergarten, unser Kräutergarten. So. Die Tarnelen können wir auffüllen. Und dann haben wir nur 3 Menchalkakteen. Das ist schade. Den kann ich einmal, den kann ich einmal. Da muss ich auch noch Menchalkakteen holen. Würselkraut. Ja, der Rest habe ich, ne? Gut. Tonnesblüte bringt mir nichts. Außer, dass ich Tonnes verkaufen kann. Und die Rauschgurke auch. Aber 3 Tonnes kann ich gut verkaufen. Tonnes ist teuer. Ja, dann machen wir es so. Und dann müssen wir halt noch ein bisschen Menchalkakteen kaufen. Ja, sehr schön. So, Vorbereitung ist das halbe Leben. Und die Frage ist jetzt, ob ich hier bis zum Markt durchlaufen kann, mitten in der Nacht, oder ob ich das nicht machen kann. Wenn ich bis zum Markt durchlaufen kann, mache ich das nämlich. Ach, muss ich ja gar nicht. Es ist ja direkt... Ja, wir haben 5.16 Uhr. So. Also zum einen muss ich zum Markt. Und da ist ein Kanaldeckel. Da ist aber der Fex-Tempel.
Dann kann ich doch auch über den Fex-Tempel zum Markt. Eine Garde einläuft. Noch haben sie nicht bemerkt. Ohne euch weiter zu beachten, marschieren die Gardisten an euch vorüber. Alles klar. Schwein gehabt. Schnell ab in den Tempel. Schwein gehabt und ab in den Geheimgang. Ich meine, ich kann natürlich sie alle mit meinen Pfeilen in Grund und Boden schießen. Ich will aber nicht ständig diese ganzen Pfeile immer einsetzen. Zumal ich das Gefühl habe, die werden immer weniger. Das sind nur noch 57. Das sind 61, obwohl 56 ich voll hatte. 58. Ich weiß ganz genau, ich habe es voll gefüllt. Nein, nichts machen. Du sollst auf die Pfeile drauf gehen. So, und jetzt sind 67 vergiftet. Wahrscheinlich nutzt es sich im Laufe der Zeit ab. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es sich im Laufe der Zeit abnutzt. Das Gift, und deswegen es vielleicht nicht gut ist, so viel zu vergiften auf einmal. Ist das der richtige Weg? Ja, ich muss zum... Ja, da oben ist der Fex-Tempel. Sehr gut. Das ist der Fex-Tempel. Und wir haben 5.28 Uhr. Nein, ich wollte doch nicht in die Kanalisation. Ich wollte den regulären Ausgang nehmen. Hier, raus aus dem Tempel. Und jetzt bin ich auf dem Marktplatz. Und laufe mal so, oder? War das überhaupt richtig? Ja. Gemischt waren... Isida Inksrott, okay. Und jetzt laufe ich bis hier in die Markthalle. Markthalle, Öffnungszeiten zwischen der dritten Morgenstunde und der dritten Abendstunde. Verkündet ein Schild neben den Eingangstoren. So, und jetzt muss ich hier echt warten. Gut, da ich jetzt hier irgendwie Echtzeit warten muss, will ich euch jetzt nicht weiter nerven damit und werde mal einen kleinen Cut machen. Gut, und da bin ich wieder und ich kann jetzt inzwischen die Markthalle betreten und dann will ich sie jetzt auch betreten, damit ich hier im Prinzip verkaufen gehen kann. Und zunächst erstmal gehen wir hier rüber an diesen Stand, um dann bei der guten Kräuterhändlerin mal den ganzen Schrott zu verkaufen, den ich nicht brauche. Zunächst mal diese 3 Tonnesblüten und dann die ganzen normalen einfachen Heiltränke. Dann habe ich hier noch das Expurgicum, das brauche ich auch nicht. Die starken Heiltränke will ich schon behalten, aber die einfachen nicht. Die sind ja auch zu erkennen, dass sie hier nur 5 Dukaten bringen. Die Starken bringen immerhin 12 Dukaten. So, dann habe ich hier noch die ganzen Zaubertränke. Die will ich aber auch nicht verkaufen. Diesen Schlaftrunk aber noch. Den Starken nicht. Hier habe ich sogar den Superzaubertrank. So, das ist nicht gerade viel. Aber, und Travian hat uns nur 2% gegeben. Aber immerhin gibt es uns 100. So, gut, dann gehen wir mal rüber noch schnell, um den Schmuck zu verkaufen. So. Na, was sagt der Rölfu Nasrun Munsons? So. Was haben wir nicht angelegt? Wir haben... Das ist nur ein elender, einfacher blauer Ring. Okay, kein magischer Ring also. Dann, was haben wir noch hier? Ach, Mistmaticum ist hier zum Verkaufen. Okay, gut.
Den haben wir angelegt. Die Armreifen behalten wir. Das behalten wir auch. Armreifen Gold. Die wollen wir verkaufen. Und die Goldschmucksachen hier auch. Wunderbar. Die bringen wenigstens auch nochmal jeder 10 Dukaten ein. Die Ringe nicht, aber diese goldenen Armreifen nochmal, die habe ich ja extra deswegen mitgenommen. Das, die Edelsteine und da kriege ich nochmal Geld. Ich habe ja auch nur noch 1200 Dukaten. Da muss ich halt auch nochmal ein bisschen Geld sammeln. Hier ist nochmal ein Goldschmuck, den hat auch niemand an. Nochmal das, nochmal Goldschmuck. Rezept für die Wunderkur. Ach, das wollte ich ja eintragen. Okay. Stimmt. Habe ich jetzt noch irgendwas? Hier sind noch. Jawohl. Die netten Edelsteine noch. Und ich glaube, mehr gab es nicht. Gut, aber es sind immerhin auch noch 227. Und jetzt 17% immerhin. Gut, dann wollen wir mal hier nochmal das Rezept eintragen. Nein, ich will mir das nicht angucken. Ich will es gern hier eintragen. Rezept wurde ins Rezepttuch übertragen. Original wegwerfen. Jawohl. Jetzt habe ich die Wunderkur. Und die könnte man sogar noch herstellen. Würselkräuter, Donf, Belmat, Alraune, Yoruga. Zerreibt die Kräuter einzeln. Ja. Könnte man jetzt natürlich machen. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Und das Buch und so weiter, das kann ich wahrscheinlich auch wegpacken wieder. Das brauche ich nämlich dann nicht mehr. Dementsprechend auch die Zaubertränke hier mal. 1, 2, 3. So, machen wir eine Reihe Zaubertränke. Und eine Reihe ...1, 2, 3, 4, 5. Passt. So. Noch das Messer. So, dann gucken wir mal, was wir noch kaufen können. Ich muss ja noch ein paar Sachen kaufen. Als Vorbereitungsmaßnahme. Was können wir denn jetzt hier bei dir kaufen? Was hast du denn überhaupt für im Sortiment? Du hast für 20 Dukaten Menchalkakteen. So. Zehn Stück ist viel zu viel. Aber ich könnte, glaube ich, mal nochmal 0,5 Stück kaufen. Kostet 100. Was haben wir sonst noch hier? Heiltränke habe ich. Zaubertränke stark. Die, wenn ich die jetzt hier hole, dann muss ich wenigstens woanders nicht mehr hin. Und dann muss ich nicht mehr so viel teleportieren. Ansonsten müsste ich nämlich so viel teleportieren hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal welche hole, aber ich habe ja welche da, müsste ich nochmal in meinen Repertoire zurück, aber hier kann ich ja dann nochmal hin. Gut. Ich glaube, jeder nochmal zwei zusätzliche. Ja. Könnte passen, oder? Leider hast du sonst nichts anderes. Okay. Aber 40 ist mir auch ehrlich gesagt zu teuer. Weil den Mentalkaktus, den lasse ich mir noch ergehen, weil den habe ich halt nur hier. Oder vielleicht habe ich ihn auch woanders, aber ich habe ihn jetzt gerade hier. Da weiß ich mir nicht. Aber bei denen weiß ich, die finde ich auf jeden Fall auch noch bei den anderen. Auch bei der Quenya, glaube ich. Okay, gut. Och, und dann kriege ich noch nicht mal einen einzigen Heller hier raus. Echt? So, damit habe ich dann 5. Wunderbar. Und hier, genau, das könnten wir auch mal reduzieren. Ich brauche nicht so viel Gulmond. Und ich brauche auch nicht so viele Yoruga-Wurzeln.
Erstmal ist es schwer. Und ich brauche auch gar nicht so viele Belmat-Blätter mehr. Also ich brauche eigentlich nur noch... Komm, 70 können wir mal verkaufen. Dann haben wir 20 Belmat. Das sind doch schon mal 420 Dukaten. Ich führe so eine richtige super Schatzkammer mit mir rum. Die lassen wir mal, die auch. Und hier bei denen 60 verkaufen. Das sind schon mal 600. Und jetzt hier 30 verkaufen. Haben wir doch schon wieder 870. So, und jetzt will ich aber bitte, bitte, bitte einen guten Preis. 9%. Na, immerhin habe ich doch jetzt wieder gut Geld gemacht. Alles klar. Und damit du auch hier voll bist, kriegst du jetzt noch zwei kleine Zaubertränke. Eins, zwei. Oh, das war aber jetzt günstig. Gut rausgehandelt jetzt. Die kannst du nämlich dann jetzt auch benutzen, auch gleich. Dann musst du nämlich auch nicht mehr irgendwo hin. So, dann hast du 95. 105 und das reicht als Astralenergie. So. Mit dem Heiltrank. So, und dann... Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. Super. 5. Nochmal 2 dazu. Und dann bei dem anderen auch 2 dazu. Und dann haben wir es aber auch vollständig. So, vielen Dank. Wir speichern hier gerade mal ab. Und wo wollte ich jetzt noch hingehen? Genau, zu Quenya, glaube ich, ne? Ne, hier komme ich nicht raus. Da gehe ich raus. Zu Quenya komme ich am besten... über... die Holberger-Siedlung. Kanaleingang hier hinten. So. Da muss ich zu dem Kanal... quasi. Das heißt, ich muss zum Fex-Tempel und dann durch die Kanäle durchgehen. Schauen wir mal. Nach Süden, genau. Gehen wir hier hinten hinterlang. So. Rein in den Fex-Tempel. Sehr gut. Hätten wir das schon mal geschafft. Ab in die Kanäle. Vielen Dank. Und wo geht es nochmal? Da geht es zur Gilde. Hier geht es zur anderen Kanalisation. Genau, da wollte ich hin. Weil von der Kanalisation aus komme ich nämlich auch hoch in die Holberger Siedlung. Nein, nicht da, sondern hier. Genau. Und wo ist die Holberger Siedlung nochmal? Ausgang Nordtor. Loch in Wand, Holberger Siedlung. Genau, da muss ich hoch. Also hier... rechts, 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 links. Gut. Also. Süden. Rechts, rechts. Nee, das war's nicht. Ein weiter. Hier geht's hoch. Dann hier rum. So. Wo ist es jetzt? Achso, andere Seite. Die Seite. Hier ist das Loch in der Wand. Durchbruch in die Stadt klettern.
Und jetzt bin ich hier in der Holberger Siedlung. Und von hier aus jetzt bis hier vorne zur Quenya laufen. Gucken wir mal. Eine Gardeeinheit läuft euch entlang. Doch könnten sie aufmerksam weiter, ohne euch weiter zu beachten, marschieren die Gardisten an euch vorüber. Alles klar, hat geklappt. Und wir sind da. Gut, also wissen wir auch schon mal, hier kommen wir auch hin. Und wir wollen jetzt hier auch noch was kaufen. So. Hier kostet er 26. Der normale Zaubertrank kostet hier 13. Oh, und der Zauberstarke 52. Und ich habe gedacht, der andere ist dort schon billig, ne? Aber hier, das ist schon teuer. Okay, hier haben wir jetzt aber noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel diese ganzen Elixiere. Das wäre noch mal was, was ich verstecken kann, wenn ich jetzt von jedem hier so ein Ding nehme. Super Heiltrank. Wie viel Platz habe ich denn? 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Attribute, alle Attribute erhöht. Überhaupt mal rechnen, ob ich mir das überhaupt leisten kann. 6 mal 7 sind 42 und das mal 52 macht 2184. Stolze Summe. Stolze Summe, ob ich das wirklich machen sollte. Nehmen wir mal die wichtigsten. Die wichtigsten sind auf jeden Fall mal Körperkraft. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Hatte ich nicht noch einen Körperkraft E liegen? Nehmen wir nur 5. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Hatte ich eine Körperkraft liegen oder nicht? Ich muss ja, ansonsten muss ich ja eh noch mehr herkommen. So. Das nächstwichtige ist für die Magier natürlich die Klugheit. Gut, da brauche ich natürlich nicht alles. Und für die anderen ist das nächstwichtige die Gewandtheit, die Fingerfertigkeit, 4 Stück. Und Mut brauchen sie, glaube ich, alle. So, damit habe ich 1000. Was brauche ich nicht? Die Intuition ist nicht ganz so wichtig. Klugheit, Fingerfertigkeit, Gewandtheit. Ja, ich glaube, das passt. Und wenn ich jetzt den noch einen 6. nehme, Körperkraft, dann habe ich auch alles. Und dann habe ich immer noch 1000. So, wunderbar. Dann brauche ich das nämlich nicht. Und dann, anstatt jetzt doch woanders noch zu kaufen, dann kann ich auch noch hier gleich kaufen. 1, 2, 3, 4 Stück wollte ich noch nehmen. 1, 2, 3, 4. Komm, wir haben's. Und Traviane holt uns jetzt einen guten Preis raus. 27%, super. War doch genau richtig. Dann zahlen wir jetzt 1600. Zahle ich jetzt mehr? Hä? Ich muss mehr bezahlen? Hä? Hat er das jetzt draufgerechnet? Echt jetzt? 1, 2. 1, 2. So. Dann bekommt jeder einen Mut. Moment. Klugheit. Moment, das ist auch wieder falsch. Da. Klugheit. Körperkraft, genau, hier. So. Ach, was mache ich denn da eigentlich? Ich muss die noch gar nicht verteilen.
heilen, komm. Die kriegt jetzt hier. Ihr kriegt das jetzt einfach. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Und dann bringen wir das erstmal in Sicherheit. So. Und jetzt würde ich gerade nochmal auf meinen Preis gucken und sehen. Tatsächlich. Ja, so viel zum Thema Falschen. Also hier falscht man in die andere Richtung. Wenn man kauft, wird es draufgeschlagen. Alles klar. Bei der Eulentante. Danke sehr. Das hätte ich jetzt aber nicht so gedacht. Dann habe ich ja trotzdem noch einen Haufen Zeug. Aber ich glaube, ich muss ja gar nichts mehr kaufen dann. So. Da habe ich mich so sehr gefreut darüber, dass ich im Prinzip sagen muss, danke für nichts tun. Und ich mache einen neuen Spielstand. 69 abends. Abendstern meine ich damit. Dass ich im Prinzip jetzt wieder zurückgehen kann. Und hoffe, die dummen Wachen sehen mich nicht. Kann ich hier hinten rum? Nee, wie? Ach, hier hinten rum geht gar nicht. Doch, hier zwischen kann ich gehen. Und mal gucken, bei welchem. Da, direkt das Haus vor mir. Ab in die Kanalisation. So. Ich habe nämlich keine Lust, diesen ollen Wachen die ganze Zeit zu begegnen. So, dann gehen wir nach Süden. Dann gehen wir hier mit nach Süden. Das war verkehrt. Ich muss mir die Karte anmachen, sonst verlaufe ich mich. So. Ah, so rum. Genau. Muss wieder in die ganz alte Kanalisation zurück. Das ist sie nicht. Aber hier ist sie. Da unten ist der Deckel. Damit ich nämlich jetzt noch zu meinem meinem Lager komme. Also muss ich zum Firun-Tempel. Irgendwie nach Süden. Nee, dann geht's nicht weiter. Doch, natürlich geht's da weiter. So. Man muss auch genau hingucken. Zack, schneller. Uff, 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 uff. So. Wir speichern wieder kurz ab. Gehen zum Firun-Tempel hoch. Verlassen den Firun-Tempel. Und gehen hier an der Straße. Bemerkt uns. Einer der Gardisten bleibt plötzlich stehen und hält seinen Kameraden zurück. Halt, ruft euch zu. Kommt doch mal her. Und wir dürfen wieder mal mit einem Haufen Gardisten spielen. Du darfst dich sichern. Warum fangt ihr ausgerechnet an? So. Dann schießen wir mal auf die hinteren. Oh, jetzt kommen ja immer mehr. Musst du dich ein bisschen wegbewegen. So. Dann schießt die jetzt mal auf den. Zu nah, okay, das ist klar. Dann schießt er auf den. So. Haben wir drei Stück jetzt schon, die schießen.
nehmen wir den. Okay. Der verzieht sich auch. Du kannst den an der Wand auch beschießen. Ach Mann, ihr ollen Gardisten. Dann musst du jetzt wohl mal auf den schießen. Ach, okay, super. Hättest du natürlich prima wen beschießen können, wenn du richtig weggegangen wärst. Okay. Dann Gardehauptmann hast du nicht getroffen. Jetzt aber. Dann schießt du den weg. Der läuft auch noch weg. Und jetzt kannst du noch mal den anschießen, dann laufen die alle weg. So, Gott sei Dank. Alles klar. So, und wenn wir die alle weglaufen lassen, dann sage ich mal, die Zwölfen mit euch und wir beenden das Spiel jetzt mal. Alles Gute und wir sehen uns im nächsten Teil wieder, sagt der Captain.